Sie überlebten den Zahn der Zeit, aber nicht Dummheit. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch die Top 10 historischer Objekte, die von Idioten ruiniert wurden. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste geht es um berühmte oder wertvolle Gegenstände und Dinge aus der Vergangenheit, die aus Dummheit beschädigt oder vollständig zerstört wurden. Nummer 10. Chinesische Vase. Schon mal hunderte Jahre altes chinesisches Porzellan angeschaut und gedacht, Mann, das würde sich eine schöne Tischlampe hergeben, oder? Nun, offenbar ist genau das passiert, als jemand ein Loch in eine Vase der Qin-Dynastie gebohrt hat, um ein elektrisches Kabel durchzuziehen. Jahrzehnte später ließ die Frau die Vase schätzen, die sie geerbt hatte. Das Loch hatte jedoch den Wert drastisch reduziert. Von potenziellen über 50.000 Euro auf ein paar tausend Euro. Bevor man also eine alte Vase, die schon seit Ewigkeiten im Haus rumsteht, umfunktioniert, sollte man sie vielleicht besser vorher schätzen lassen. Nummer 9. Statue der zwei Herkulesse. Anfang des 21. Jahrhunderts gab es eine Reihe von Selfie-Missgeschicken, von kostspieligen Unfällen bis zu tragischen Todesfällen. Manche Leute tun scheinbar alles für den perfekten Schnappschuss. Eine 300 Jahre alte Statue mit zwei Darstellungen von Herkules ist seit langem ein Symbol der Stadt Cremona in Italien. Aber die legendäre Heldenstatue war der Selfie-Besessenheit zweier Touristen nicht gewachsen, als diese beschlossen, auf die Statue zu klettern für ein besonderes Erinnerungsfoto. Die Männer rissen die Marmorkrone auf dem Emblem des Herkulespaares herunter und sie zerschmetterte. Das war leider nicht das erste Mal, dass Urlauber historische italienische Denkmäler beschädigt haben. Nummer 8. Sternenbanner. It was like a fireworks display. People who watched it were enthralled. In der Schlacht von Baltimore während des Krieges von 1812 bombardierte die britische Marine die amerikanischen Streitkräfte in Fort McHenry durch die Nacht hindurch. Der amerikanische Dichter Francis Scott Key, der auf einem britischen Truppenschiff inhaftiert war, beobachtete bestürzt den Feuerregen, der vom Himmel stürzte. Aber im Morgengrauen wehte trotzig eine riesige amerikanische Flagge über dem Fort. Dieser Moment inspirierte den Dichter, die amerikanische Nationalhymne zu schreiben. Diese berühmte Flagge kam in den Besitz von Armistead Appleton aus Georgia. Er schnitt allerdings Stücke als Geschenke aus der Flagge, bevor das Smithsonian Institute die Reste in Sicherheit brachte. It sort of freezes them for a moment, and that's a truly wonderful thing. Nummer 7. 5000 Jahre alte Höhlenmalerei. Vor tausenden von Jahren zeichnete einer unserer Vorfahren diese mysteriöse, langarmige Figur in die Höhle Los Escalares in Südspanien. Bis zu ihrer Wiederentdeckung im Jahre 1973 war sie von der modernen Welt verborgen, widerstand jahrhundertelang den Zeichen der Zeit, während Zivilisationen entstanden und zerfielen. Doch sie überstand nicht den Angriff einiger Diebe, die 2014 einen Teil des Kunstwerks herauslösten, um es zu stehlen. Das ist ein großer Verlust, denn der Schaden ist irreparabel. Aber auch ein anderes Problem wird dadurch klar. Obwohl das Höhlensystem, in dem sich das Bild befindet, als UNESCO-Weltkulturerbe gelistet ist, gibt es keine praktische Möglichkeit, es vor solchen Taten zu schützen. Nummer 6. Der Senator. It's part of our history as a family. Es war einer der ältesten Bäume der Welt, der bereits 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung stand. Eine echte Sumpfzypresse stand im Big Tree Park, Florida und war über 38 Meter hoch. Es war ein Orientierungspunkt für amerikanische Ureinwohner und frühe Siedler. Aber im Jahr 2012 zündete die 26-jährige Sarah Barnes, die sich auf ihrer Modelseite als Naturliebhaberin bezeichnet, ein Feuer an, um das Methamphetamin, das sie rauchen wollte, besser zu sehen. Die Sache geriet scheinbar etwas außer Kontrolle und heute ist nur noch ein verkohlter Holzstumpf übrig. Nummer 5. Monet-Gemälde. Schon mal Schwierigkeiten gehabt, Kunst näher zu kommen? Vielleicht war der irische Kunstbanause Andrew Shannon einfach nur frustriert über ein Gemälde von Claude Monet, das in der National Gallery of Ireland in Dublin hängt.
Das impressionistische Werk Die Bucht von Argenteuil mit einem Segelboot, das auf 10 Millionen Euro geschätzt wird, zeigt eine idyllische Szene an der Seine. Aber offenbar machte es Shannon wütend, denn er schlug 2012 ein Loch durch die Leinwand. Bei seiner Festnahme faselte er etwas von Rache am Staat, behauptete jedoch vor Gericht, er sei ohnmächtig geworden und ins Bild gestolpert. Zeugen erzählten jedoch etwas anderes und er verbrachte 5 Jahre im Knast. Zum Glück wurde das Gemälde wieder restauriert nach 18 Monaten Arbeit. Nummer 4. El Paraíso Pyramide. Diese Pyramide ist eine großartige Stelle für einen Swimmingpool. Das haben wahrscheinlich die Bauunternehmer gedacht, als sie illegal eine über 6 Meter hohe, 4000 Jahre alte Pyramide in El Paraíso, Peru mit einem Bulldozer platt machten. Danach fackelten sie auch noch die Überreste ab, nur um sicher zu gehen. Der Standort ist einer der ältesten und größten archäologischen Stätten in Peru. Die Bauten waren schon vor dem Aufstieg des berühmten Inka-Imperiums da. Schaulustige verhinderten, dass auch die anderen Pyramiden zerstört wurden und die Bauunternehmer wurden angeklagt. Each one of these pyramids is part of my life. Now we'll never know all the history in that pyramid. Nummer 3. Chilenische Geoglyphen. Die Rally Dakar. Das alljährliche Offroad-Rennen, bei dem Reiche durch unberührte Wildnis heizen. Die Rallye fand in Afrika statt, wurde aber kritisiert wegen ihrer Auswirkungen auf die Bevölkerung und Umwelt und findet nun seit 2009 in Südamerika statt. Archäologen in Chile haben die Veranstaltung aber ebenfalls verurteilt. Die Route führte durch die Atacama-Wüste, wo geschützte Gebiete beschädigt wurden, darunter antike Geoglyphen, Kunstwerke, die in den Boden gemeißelt sind. Einige davon sind über 1000 Jahre alt. Das scheint diese Offroad-Enthusiasten jedoch nicht weiter zu interessieren. Einige von ihnen scheinen sich nichts dabei zu denken, wenn sie diese unschätzbaren Artefakte aus einer anderen Zeit einfach durchfahren. Nummer 2. Die Pyramide von Belize. Belize ist reich an Relikten, die von den Mayas zurückgelassen wurden. Deren Zivilisation blühte in Mittelamerika über Jahrhunderte hinweg, doch 950 nach Christus schwand sie plötzlich dahin. Im Jahr 2013 verlor das Land eines dieser Reichtümer, als Bauarbeiter die Steine einer alten Pyramide nutzten, um eine Straße zu bauen. Die Pyramide Nomul entstand 250 vor Christus und war fast 20 Meter hoch. Die Bauarbeiter rissen das Bauwerk relativ schnell nieder, wurden aber später angeklagt und mit Geldstrafen belegt. Solche Zerstörungen sind in Belize leider nicht ungewöhnlich, da Maya-Bauwerke bei Bauarbeitern scheinbar sehr beliebt sind. So, but this is an incredible, incredible destruction. Nummer 1. Alte chinesische Gräber. Und erneut schlugen Bautrupps zu. Im Jahr 2007 zerstörten Arbeiter beim Bau einer IKEA-Niederlassung in Nanjing, China, 10 Gräber, die fast 1800 Jahre alt waren. Angeblich war das ein Versehen und die Bauarbeiter wussten nichts von den Gräbern. Ja, sicher. Und 2013 zerstörten Bauunternehmer, die an einer U-Bahn-Linie in Guangzhou arbeiteten, kaiserliche Gräber, die vom Guangzhou Archaeology Research Center eindeutig abgesperrt worden waren. Einige dieser Gräber waren 3000 Jahre alt. Das Schlimme an dieser Zerstörung all dieser Gräber ist, dass es nicht nur ein großer Verlust für diejenigen ist, die Chinas Geschichte besser verstehen wollen. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.